Oh. Ich präsentiere das Spiel Mensch, ärgere dich nicht. Das kann man hervorragend alleine spielen. Können wir alle nur zusammen gewinnen. Noch. Das Immunsystem wird gemacht. Super Leute. Noch. Positiv vollbrechen. Ja. Noch. Oh, die Nachrichten. Mensch. Da muss ich mal gucken, ey, was es so Neues gibt. Noch. Guten Abend, meine Damen und Herren. Staatsmänner und Staatsmänninnen haben zu erhöhter Wachsamkeit ermahnt. Experte Professor Dr. Karl-Heinz Thorsten erläutert die von Ministrant Blöder angebotenen Locken. Demnach beinhaltet der Dreifachschmutz auch die landesweit so befürchteten Locken. Locken ist Liebe, verlautet ein Zitat aus der heutigen fiesen Sitzung, zu der auch erlesene Koniferen zugeschaltet waren, wie aus gut unterrichteten Kreisen verlautet. Blöder verurteilte vehement die Kritik an seiner umstrittenen Aussage, es eskaliert. Die Infantilität-Surveillance-Kurve stieg daraufhin exorbitant exponentiell. Die 7-Tages-Insuffizienz blieb jedoch hinter den erhofften Erwartungen der Knut-Koch-Föderation zurück. Diese meldete sich entsprechend am frühen Abend aus der Sicherheitszone Blut-Hirn-Schranke. Und nun weitere Meldungen. Elektronengehirn kontra Wirtschaftsminister, durchsichtig, damit man die falschen Töne erkennen kann. Zwei blütenweiße Kaminkehrer überzeugten von der Sauberkeit, ein Diorama durstanregende Leerwaggons aus südlichen Zonen. Also, ich hab mal wieder Johannes spricht dann, ganz ehrlich. So, erstmal so viele neue englische Wörter. So, und dann, ich weiß nicht, was reden die da immer, ne? Inkontinenzwert oder was? Also, ganz ehrlich, ich würde mal gern quatschen mit denen von denen. Ich hätte da nämlich noch einige Fragen, wa? Hey! Alter! Was willst du denn wissen, was?